Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf Graco Gaming und es ist soweit, Season 2 der ASBL, der Austrian-Süßpokal League, steht in den Startlöchern. Die Teams sind gewählt worden, die Pokémon sind gewählt worden, alles ist bereit, um den ersten Spieltag am nächste Woche am Sonntag loszulegen. Und ich dachte mir, ich habe diese Woche Sonntag noch ein kurzes. Es wird schnell gehen, ja, damit nicht allzu lange, dass das Video nicht allzu lang geht, damit wir zeigen, was wer dabei ist und was da gepickt worden ist im Draft. Natürlich haben wir den Sieger des letzten Jahres, den lieben Matschko. Schöne Grüße natürlich gehen auch hier raus mit seinem Team Spicy Gänger. Ja. Und wir haben im Legend Tier das Mew. Wir haben die zwei S-Tier Mammutl und Necrozma. Necrozma. Wir haben die 2, 3 A's, mehr oder weniger haben wir Porygon 2, Muramura und Zumpex. Auch eine interessante Wahl. Wir haben die 2 B-Tiers, Voltriant und X-Bad. Und wir haben im C Krupuk, Elfon und Tortunator. Interessantes Team hat er sich da gewählt. Ich bin gespannt, ob er seinen Titel dieses Jahr auch wieder verteidigen kann und wie weit er natürlich auch kommt und ob er gewinnen wird. Ansonsten wünsche ich natürlich heute den lieben Matschko ganz viel Glück und wir sehen uns dann am ersten Spieltag, weil er hat den ersten Spieltag gegen Krokop und da werden wir dann schauen, wie es ausschaut, ob Krokop seine Revanche bekommt oder ob er wieder verlieren wird. Schauen wir zum nächsten. So, als nächstes hätten wir den lieben Christian YouTube, also Christian JT, mit Double Draco Droppers, seinem Team. Wir haben hier im Legend Tier Zamazenta. Wir haben in den zwei S-Tiers Zeraora und Kyurem. Auch eine sehr starke Wahl, sehr interessant. In den A-Tiers haben wir Coplosio, Grifeldis und Hytera. Im B-Tier haben wir den Toxa und Inteleon. Und im C-Tier haben wir Puffinesse, Pampros und Bronzong. Auch ein interessantes Team, ein Neuzugang für die Liga 1. Natürlich dir auch ganz viel Glück. Schöne Grüße gehen raus. Natürlich werden auch, das habe ich vergessen zu erwähnen, alle werden hier unten verlinkt. Da könnt ihr auch zu den jeweiligen Kanälen vorbeischauen und ein bisschen Liebe da lassen, meine lieben Freunde. Ja, ansonsten schauen wir weiter zum nächsten Spieler. Kommen wir zu einem alten Gesicht der Season 1, nämlich Galfano mit seinem Team Quamper the Goalgetter. Auch schöne Grüße gehen hier auch raus an den lieben Galfano. Sein Team besteht aus dem Legend-Tier Magiana. Wir haben bei den S-Tiers Boreos, Dindar, Kyrgyzspam und Liberlo. Wir haben im A-Tier Lashoking und Xerox. Auch eine starke Wahl. Nidoqueen, Mimikma und Viscogon im B-Tier. Und im C-Tier haben wir Elazard, Irokex und Silvaro. Auch eine sehr interessante Wahl, finde ich. Ich bin auch gespannt natürlich, wie weit der liebe Galfano kommt. Letztes Jahr hat er es leider nicht in die Auswahl geschafft, aber ich drücke natürlich für dieses Jahr ganz beste Daumen, mein Lieber. Schöne Grüße, hier gehen natürlich auch wieder raus und ab zum nächsten. Ein weiteres altes Gesicht sehen wir und zwar den lieben Sira mit Keys to Victory. Natürlich auch hier eine ganz viel Liebe gehen raus. Auch einer unserer Ligaleitungen gibt sich auch sehr viel Mühe, hat auch sehr viel Konstrukt, hat so sehr viele Sachen mit eingebracht in die ASBL. Das wird natürlich auch großes Dankeschön, Liebe geht natürlich auch daraus. Sein Team Legends Genesect, S-Tier, Dementeros, Tiergeist und Pixie. Pixie ist auch böse. Die A-Tiers haben wir Latias und Raikou, auch stark gewählt. Zwei sehr schnelle Pokémon. Im B-Tier haben wir Austos und Arcani. Austos, ja, kann man machen. Sollte man es machen, weiß ich nicht. Wir haben ein Cesurio im B-Tier und wir haben im C-Tier Moruda, Amigento und Smogmog. Natürlich hier ganz viel Glück für dieses Jahr. Hoffentlich läuft es besser. Soweit ich mitbekommen habe, hat sie da irrsinnig viel trainiert. Das heißt, die anderen Spiele werden definitiv nichts
zum Lachen haben und auch nicht, also und sich auch wirklich die Zähne an ihm ausschlagen, soweit ich das auch von meinen lieben Kollegen mitbekommen habe. Ansonsten natürlich Liebe und Kuss geht raus, mein Lieber. Viel Glück. So, der nächste Kandidat, der liebe Schweini. Mit seinem Team Clone Warrior ist auch ein Neuzugang. Wünsche ich natürlich auch ganz, ganz viel Glück und ganz liebe Grüße hier an der Stelle. Wir haben sein Legendtier mit Mewtwo. Stark, sehr, sehr starkes Legendtier. Wir haben die zwei S-Tiers mit Latios und Terrakium. Wir haben die A-Tier mit Panzeron, Primarine und Barrikadax. Auch sehr interessante Wahl. Im B-Tier haben wir Froyal und Entei. Und im C-Tier haben wir Reflex, Hoch, Keifel und Shadrago. Natürlich auch hier wünsche ich ganz, ganz, ganz viel Glück für den Neuzugang Schweini. Ansonsten, meine lieben Freunde, schauen wir auch zum nächsten gleich. So, kommen wir zum nächsten Spieler. Auch ein Neuzugang. Cringy mit seinem Team Cringilla GPL. Ein bisschen Schleichwerbung hier in der Eisbell, macht nichts, ist erlaubt. Nein, Spaß, alles gut. Liebe Grüße gehen auch hier natürlich raus. Wir haben einmal im Legend-Tier eine Schabelle. Im S-Tier Durengard und Gordrom, im A-Tier Drekefalo und Stami. Polaros. Im B-Tier haben wir Lavados und Grabbit. Und im C-Tier haben wir... Verzeihung. Heute ist mein Magen ein bisschen... Maritellit, Richoniro und Lusadin. Natürlich auch hier ganz, ganz liebe Grüße an Grinchy. Auch ganz, ganz viel Glück für die Season. Und... schauen wir dann natürlich gleich zum nächsten, meine Lieben. Wir haben einen weiteren Neuzugang, der wirklich, ich glaube, eine Stunde vor Draftbeginn dazugekommen ist. Ja, es war sehr knapp für ihn. Er hat auch eine schwierige Wahl. Er musste, wenn er in der Liga 1 mitspielen wollte, musste er als letztes, jede Runde als letztes draften. Das hat er angenommen. Natürlich auch da großes Dankeschön an ihn. Und er hat mit dem, was er kann, oder mit dem, was er gekonnt hat, mit als letzter immer wieder wählen, hat er sich ein Team zusammengebaut, das auch wirklich gut ausschaut. Wir haben im Legend-Tier Yveltal. Ja, jeder spricht es anders aus, ist mir egal. Ich nenne es einfach Yveltal. Ja. Wir haben im S-Tier Knackrack und Kapokime, auch stark. Wir haben im A-Tier Despotar, Gengar und Fuegro, auch sehr stark. Metacross im B, Uhafnir im B. Im C haben wir Voltula, Gifler und Kangama. Ein ziemlich ausgeglichenes Team, würde ich sagen, für das, dass man immer wieder als letztes wählen musste. Natürlich doch hier Respekt an den lieben Patrigo. Und das ist Serpiternal, ist der Teamname. Entschuldigung, habe ich vergessen am Anfang zu sagen. Mein Fehler. Schauen wir zum nächsten. So, wir kommen zum nächsten. Wir haben den lieben King Blacks mit seinem Team Next Level 2 los. Ich habe nie nachgefragt, wie man das ausspricht. Falls das falsch ist, tut es mir echt leid, Blacks. Ist nicht meine Absicht. Wir haben im Legend-Tier einmal Dialga. Wir haben in den 2 S-Tiers Katapultra und Kramor. Wir haben in den A-Tier Galashok, Tangolos und Boltolos in der Tiergeistform. Wir haben im B-Tier Nachtara und Turtok. Und wir haben im C-Tier Logok, Sandama und Miltank. Auch eine sehr, sehr starke Wahl. Natürlich dir ist als Neuzugang wünsche ich auch ganz, ganz, ganz viel Glück in der Eisbell. Ansonsten Grüße gehen raus und wir schauen zum nächsten. Kommen wir wieder zu einem alten Gesicht, der letztes Jahr in der Season 1 ziemlich stark war. Hat es auch als zweiter Platz natürlich in die Playoffs geschafft, hat dann aber leider gegen den lieben Swisspect verloren in der ersten Season. Und zwar der liebe Pain. Und dieses Jahr hat er sein Penthouse mit, das Poké Penthouse. Und darin befindet sich im Legend-Tier Ho-Oh, im S-Tier Victini und Snibuna, im A-Tier Rotom Wash, Huzaza und Lochzelot. Im B-Tier haben wir Boreos Inkarnation und Aquakolyp, Apoqualyp. Ja, muss man auch mal aussprechen, ist Zungenbrecher. Und im C-Tier haben wir Sabayone, Schlinking und Stalos. Auch eine interessante Wahl natürlich dir, mein lieber Pain. Grüße gehen raus, Herzen gehen raus und ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Glück für die Season 2. Dann schauen wir gleich zum nächsten.
Last but not least, meine Lieben, in der Liga 1, der liebe Krokop, der Goraco Gaming vertretet und auf diesem Kanal auch hochladet, ist Krokop mit seinem Team brutal anders. Wir haben im Legend Tier Marshadow, wir haben in den S-Tier Skapuriki und hier dran. Wir haben im A-Tier Lamos und Dragoran, Dementeros Inkarnation, wir haben im B-Tier Aquana und Olanga und wir haben im C-Tier Piondragi, Schlurpleck, Amigento, Pflanze. Natürlich dir, mein Lieber, ganz, ganz, ganz viel Glück und du musst natürlich gewinnen, das weißt du. Du stehst für den Namen Goraco Gaming auch gerade, deswegen er hat letztes Jahr laut Tabelle war er erster Platz im letzten Jahr, hat einen starken Auftritt hingelegt, hat dann aber im Ende gegen Machko verloren in den Playoffs. Das war sehr schade, natürlich für ihn und auch ein wenig für mich. Aber sei es drum, dieses Jahr doppelt so viel Gas geben, doppelt so viel Leidenschaft reinlegen und da wird das schon klappen, mein Lieber. Das war jetzt mal die Liga 1. Jetzt schauen wir zur Liga 2, meine Lieben. So, meine Lieben, Liga 2. Den lieben Flobi darf ich als erster vorstellen mit seinem Team Flummelfunk. Und wir haben hier im Legend Team Mewtwo, in den S-Tiers Kyurem, Kapuriki. Und in dem A-Tier haben wir Lamos, Grefeldis, Hyperterus. Im B-Tier Roserades, Karaborn, C-Tier Alola, Raichu, Duokles, Volverok, Tag. Natürlich dir, mein Lieber, ganz, ganz, ganz viel Glück und herzlich willkommen in der Icebale Season 2 Liga 2. Vergesst nicht, alle in der Liga 2 können nächstes Jahr für die Liga 1 aufgenommen werden, die den ersten Platz schaffen. Also, ich erwarte mir Großartiges von euch, meine Lieben. Nein, Spaß, alles gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Liga und schauen wir zum nächsten. Liebe Grüße geht raus und Herzchen an den lieben Flobi. So, zweites im Bunde haben wir den lieben Glisco LP mit seinem Team Gliscos Anbus. Auch eine nette, eine nette Hommage an Naruto aus den Anbu. Aus dem Anbus, also glaube ich halt, ich weiß es, ich habe ihn nicht gefragt. Ich hoffe. Weil ich bin Naruto-Fan. Natürlich auch hier schöne Grüße und Liebe gehen raus an den lieben Glisco. Neuzugang, wobei es sind alles jetzt Neuzugänge. Hier muss ich dir erstmal dazu sagen, wünsche ich dir natürlich auch ganz, ganz, ganz viel Glück für die Season 2. Wir haben im Legend Genesect, wir haben im S-Tier Dementeros Tiergeist und Libello, wir haben im A-Tier Lashoking und Mosquito und Brutalanda, wir haben im B-Tier Olanga und Monagoras, wir haben im C-Tier Reflex Hoch, Silvaro und Amigento. Natürlich hier ein sehr starkes Team ausgewählt. Wünsche ich ganz, ganz, ganz viel Glück und Kuss geht raus, mein Lieber. So, als nächstes habe ich vorstellen den lieben Ink mit seinem Poke TL1 Krokop Team. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das TL1 steht nicht für ihn, genau abgezogen, die ich hätte erwähnen sollen. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare, tut mir leid. Wir haben im Legend Tier, das ist schöne Grüße und Liebe gehen raus. Legend Tier haben wir Magearna. Wir haben im S-Tier Gortram und Heatran, wir haben im A-Tier Galasmogmog und Voltelos in der Tiergeistform. Wir haben Gengar und in der B haben wir Barikifa und Uhafnir. Und in der C haben wir Rioniro, Lusardin und Galaraktos. Auch ein starkes Team, natürlich wünsche ich dir, mein Lieber, ganz viel Glück für die Season 2. Und Liebe gehen raus. Schauen wir uns den nächsten an. So, der nächste ist der liebe Krawotzke. Einen wunderschönen Grüße gehen auch an dich, mein Lieber. Im Legend Tier haben wir Xerneas. Ich weiß, dass man den anders ausspricht, aber ich habe es vergessen. Egal, ihr seht das auch am Bild, ihr wisst, was ich meine. Ich war nie so der Gen 6 und 7 Typ. Ich habe die alle irgendwie komplett verdrängt, so ziemlich. S-Tier haben wir Katapultra, Katagami. Wir haben im A-Tier Panzereron, Keldeo und Fuegro. Wir haben im B-Tier Servol W und Grabbit. Und wir haben im C-Tier Amalgaga, Lecryodon und Maritellit. Maritell, habe ich es richtig ausgesprochen wahrscheinlich. Schöne Grüße, mein Lieber. Starkes Team, Kuss geht raus. Ich hoffe, du gewinnst. Schauen wir zum nächsten. Als nächstes haben wir My Lord Chris mit seinem Team Kangama Chroniken. Auch hier schöne Grüße gehen raus, Liebe geht raus und wir schauen uns sein Team mal an. Wir haben im Legend Tier Melmetal, wir haben die zwei S-Tier Galar, Zapdos und Vulcanion. Wir haben im A-Tier Regieleki,
Milotic und Polygon 2 und wir haben im B-Tier Saruda und Galar Corazon. C-Tier Shadrago, Bundleby und Amigento Bodner. Natürlich dir, mein Lieber, wünsche ich auch ganz viel Glück für die Season 2 und gebt euer Bestes. Schauen wir zum nächsten. Als nächstes in der Liste haben wir den lieben Blazify mit seinem Team Super Sayoras. In dem natürlich hier auch Liebe geht raus, Grüße gehen raus, mein Lieber. Danke, dass du auch dabei bist. Wir haben im Legend hier Dialga, wir haben im S-Tier Zeraora und Kramor. Wir haben im A-Tier Sumpex und Meistergriff. Wir haben im B-Tier Wolverock, Zwielicht, Arcani und Nachtara. Und wir haben im C-Tier Kurelei, Fiaro und Gewaldro. Ein starkes Team. Wünsche dir natürlich ganz viel Glück für die Season 2 und schöne Grüße gehen raus. Schauen wir uns im nächsten. Als nächstes im Bunde haben wir den lieben Sigimon mit seinem Team Snorlax Nackengang. Ich spreche das richtig aus, bin mir nicht ganz sicher. Im Legend Tier natürlich auch liebe Grüße an dich, mein Lieber. Und ganz viel Glück. In dem Legend Tier haben wir Solgaleo, wir haben Necrozma, jedes Mal sage ich es falsch, Kaguron. Im A-Tier haben wir Raikou, Nidoqueen, Trikefalo. Im B-Tier haben wir Aranestro. Gott, manchmal sind die Namen wirklich unerstrecklich. Typ 0. Und im C-Tier haben wir Logok, Sabayone und Moruda. Natürlich dir auch, mein Lieber, ganz viel Glück für die Season 2. Und wir schauen weiter. So, wir sind beim letzten angekommen, bei dem lieben Tari mit seinem Team Apple Tunes. Dir, mein Lieber, auch schöne Grüße, ganz viel Glück für die Season 2. Im Legend Tier, Yveltal. Wie spricht man den nochmal aus? Ich weiß es nicht. Ich hab diese Gen 6 und 7, das gibt es 7. Die habe ich, keine Ahnung, die habe ich nie gespielt, die haben mich nicht interessiert. Yveltal, ja, das ist. Egal, ihr seht es, dieses Pokémon hat er. Im S-Tier, der Victini Capokime. Im A-Tier haben wir Sherox, Agrostella und Costurso. Im B-Tier haben wir Fruyal und Sugard, minus 10%. Und im C-Tier haben wir Echnatol, Frigometri und Blitzer. Natürlich dir auch mal lieber ganz viel Glück für die Season 2. Und das war's, das waren die Teams, das waren beide Teams, Liga 1, Liga 2, so wie sie Gott schuf, meine Lieben. Ich wünsche natürlich allen ganz viel Glück, ganz viel Spaß, ist auch ziemlich wichtig. Ja. Leider kann nicht jeder gewinnen, aber Hauptsache habt Spaß dran. Gebt nicht auf, auch wenn ihr mal vielleicht ein, zwei, drei Runden hintereinander verliert, nicht aufgeben. Da fällt mir das beste Beispiel, der liebe Sir ein, der ein Match nach dem anderen verloren hat, aber diese Motivation nie aufgegeben hat und immer mit 100% dabei war und das natürlich auch ein riesengroßen Respekt und Liebe genannt ist, lieben Sir raus für die Season 1. Und meine Lieben, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut ab nächste Woche Sonntag, fangt die Season 1 an, ASBL, Season 1. Fangt das erste Match an der ASBL Season 2. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Wir werden sie auch streamen bei mir auf dem Kanal. Und ansonsten, meine Lieben, wünsche ich noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal.